Hey, schön, dass du da bist und wir sprechen heute über Possessivpronomen. Grundsätzlich sind Possessivpronomen, die werden auch als besitzanzeigende Fürwörter bezeichnet und das beschreibt eigentlich auch ganz gut das, was sie machen. Sie drücken Besitzverhältnisse aus. Ja, wem etwas gehört, dafür benutzen wir meist die Possessivpronomen, die wir in zwei verschiedenen Funktionen verwenden können. Darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Grundsätzlich erstmal habt ihr auf eurem Lernzettel eine Tabelle mit den verschiedenen Possessivpronomina, die es so gibt. Die kann man nämlich unterscheiden in den Genus einmal, also ob sie männlich, weiblich oder sachlich sind. Dann gibt es für die verschiedenen Geni auch Singular und Plural jeweils und das Ganze dann auch noch in der ersten, zweiten und dritten Person. Also das ist schon ein bisschen eine größere Tabelle, die jetzt hier nicht unbedingt Platz gefunden hätte und die ihr euch auf eurem Lernzettel einfach anschauen könnt. Und dann gibt es zwei Funktionen, wie wir diese Possessivpronomen verwenden, wo ich hier jeweils dann einmal Beispielsätze für aufgeschrieben habe. Einmal als Artikelfunktion, da benutzen wir das Possessivpronomen dann, wie der Name es schon sagt, als Artikel vor einem Nomen. Hier wäre der Beispielsatz: Mein Ball ist ein Geschenk, und mein ist in diesem Fall das in der Artikelfunktion verwendete Possessivpronomen, was hier die erste Person Singular und männlich wäre. Und die weitere Funktion, die es gibt, ist die Stellvertreterfunktion. Da benutzen wir das Possessivpronomen nicht als Artikel vor einem Nomen, sondern anstatt eines Nomens. Hier der Beispielsatz wäre: Der Ball von Lena ist neu, genau wie meiner. Ja, sonst könnte man ja auch sagen, der Ball von Lena ist neu, genau wie mein Ball, wäre dann hier das Nomen, was hier ersetzt wird durch meiner. Wir haben wieder erste Person, Singular und männlich von diesem Possessivpronomen. Und das sind auch im Endeffekt die beiden Arten und Weisen, wie ihr die verwenden könnt. Entweder vor einem Nomen oder anstatt eines Nomens. Und die Tabelle mit den verschiedenen Possessivpronomina, die es so gibt, die habt ihr zusammen mit weiteren Beispielsätzen und noch ein, zwei tiefer gehenden Erklärungen dann wie immer auch auf eurem Lernzettel.